Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Heinemann, Sie wären ja bei aller Notwendigkeit, dass Sie die Senatspolitik verteidigen, zugeben müssen, dass diese Ausschreibung alles andere als eine Erfolgsgeschichte ist. Sieht man sich mal die Ansprüche, die der Senat selbst an diese Ausschreibung gestellt hat, an, nämlich erstens, er wollte die Deutsche Bahn über mehr Wettbewerb unter Druck setzen im Verhandlungsverfahren, und er wollte gleichzeitig neue und moderne Züge beschaffen. Das Ergebnis dieser Ausschreibung ist ganz offensichtlich, wir würden uns alle wundern, wenn es im Februar anders ist, dass der Senat nicht im Wettbewerb verhandelt, sondern mit einem Monopolisten, nämlich alleine mit der Deutschen Bahn, so wie das schon immer war. Und wir wissen alle aus der Vergangenheit, welche schwierige Konstellation es ist, mit der Deutschen Bahn das S-Bahn-Thema zu verhandeln. Und was die Züge angeht, stellt man fest, die neuen Züge stehen nicht 2017 mit dem Auslaufen des Vertrags zur Verfügung, sondern erst 2023 werden sie vollständig zur Verfügung stehen, wenn alles gut läuft. Und bis dahin muss die Deutsche Bahn oder beziehungsweise die S-Bahn GmbH weiterhin mit alten, aufgemöbelten Zügen fahren, von denen noch nicht sicher ist, dass diese Renovierung, dass diese Überholung vom Eisenbahnbundesamt genehmigt wird. Das alles ist das Resultat dieser Ausschreibung, und das ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Und die Ursache liegt darin, einmal, dass der Senat die Ausschreibung gekoppelt hat mit der Beschaffung der Fahrzeuge. Weil das hat dazu geführt, dass die Beauftragung überhaupt erst nach Ende der Ausschreibung erfolgen kann. Ich habe das schon zigmal hier erläutert und alle wissen es. Also erst ab 2015 kann überhaupt die Bestellung rausgehen. Und das führt dazu, dass die Züge eben erst viele Jahre nach dem Auslaufen des S-Bahn-Vertrags zur Verfügung stehen. 2010 haben sowohl ich als auch die damalige Verkehrssenatorin Junge-Reyer den Vorschlag gemacht, dass das Land Berlin die Fahrzeuge selbst bestellt. Dann wären sie nämlich 2017 da gewesen. Das ist nicht umsetzbar gewesen aufgrund von Widerständen innerhalb der SPD dagegen. Und natürlich ist das nicht risikofrei, aber es gibt die Kompetenzen, die man sich auf dem Markt einkaufen kann für die Bestellung dieser Fahrzeuge. Das ist nicht weniger risikobehaftet als die Ausschreibung oder die Vergabe dieser Fahrzeugbeschaffung an einen Dritten, an die Deutsche Bahn oder an wen sonst. Weil Sie wissen auch da nicht, was Sie geliefert bekommen. Die Tatsache, dass die Züge überhaupt erst vollständig 2023 eingesetzt werden können, führt unter anderem dazu, dass der Erwerber der Züge diese überhaupt erst, also dass die Abschreibungszeiträume buchhalterisch sich deutlich verkürzen. Das wird er dem Land Berlin in Rechnung stellen, weil sich damit seine Finanzierungskonditionen verschlechtern. Kann mir keiner erzählen, dass das keine Auswirkungen auf den Preis hat. Und die Tatsache, dass wir für die Überholung der Fahrzeuge 100 bis 160 Millionen zahlen müssen, kann man zwar sagen, wir fahren da jetzt erstmal weiter mit abgeschriebenen Fahrzeugen. Ja, das ist ein bilanzieller Effekt, aber cashmäßig müssen diese 100 bis 160 Millionen gezahlt werden. Kommen Sie hier nicht mit Bilanztricks. Real müssen 100 bis 160 Millionen Euro bar auf den Tisch gelegt werden. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, wir haben schon Anfang 2012, zu Beginn dieser Legislaturperiode und schon zu unserer Regierungszeit einen alternativen Vorschlag gemacht, nämlich zu sagen, die Fahrzeuge sollen bestellt werden. Entschuldigung. Die Fahrzeuge sollen bestellt werden. War jetzt nicht zur Tagesordnung. Die Fahrzeuge sollen bestellt werden durch das Land Berlin. Und das Land Berlin soll ein kommunales Unternehmen aufbauen, das in der Lage ist, als Wettbewerber gegenüber der Deutschen Bahn aufzutreten. Von Seiten der SPD-Fraktion wird immer wieder gefeiert, dass man mit Berlin Energie in die Netzkonzessionsverfahren gegangen ist und damit einen wirklichen Wettbewerb hergestellt hat. Wären Sie dann in diese Situation
mit einem kommunalen Unternehmen in diese Auseinandersetzung gegangen und möglicherweise dann auch gegen der Deutschen Bahn in Verhandlungen eintreten können? Hätten Sie bessere Konditionen gehabt? Ich weiß, dass es für eine solche Position innerhalb der SPD-Fraktion große Sympathien gab. Sie haben sich nicht durchsetzen können. Insofern haben Sie jetzt Murks am Ende dieser Ausschreibung. Und da gilt an diesem Punkt der Satz von Adorno: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Aus diesem Mist kommen Sie jetzt nicht mehr so einfach raus. Und deshalb sage ich, wir werden im Februar oder März, wenn die Angebote endlich vorliegen, darüber diskutieren müssen, wie es mit der S-Bahn und wie es mit den weiteren Teillosen weitergehen soll. Wir brauchen endlich ein vernünftiges Gesamtkonzept. Das zu wiederholen, was Sie mit dieser Teilausschreibung gemacht haben, das halte ich für einen grandiosen Fehler. Hier muss eine Kurskorrektur stattfinden.